Didgeridoos oder Holzhörner? Weißt du was, ich mach die Holzhörner weg. Mach Wurfspeere hin. Nee, ich will eigentlich... Schweißbrenner, wo hab ich das denn? Schweißbrenner. Und Wurfspeere. So, haben wir das. Und das ist okay so. Ich möchte aber jetzt, dass der hier Schweißbrenner sich holt. Und der andere Typ auch. Und der hier auch. Dann habe ich nämlich drei Stück. Drei Leute, die besser Gebäude zerstören können. Ja, dann kommt mal her. Los geht's! Los geht's! Dann haben die jetzt gleich drei Leute verloren. Und das ist natürlich der Auftakt für meine Invasionsarmee sozusagen. Ja, die Braum, wenn die hier rumtouren. Braum. Wenn die hier rumtouren, ist das alles halb so wild. Ist hier eine erwachsen geworden? Nee, ist immer noch ein Baby. Ah, jetzt ist er erwachsen geworden. Dann kann der Junge das hier einsammeln gehen. Ich bin einfach mal mit der Mega-Übermacht jetzt hier, komme ich an. Los, tötet den Häuptling! Tötet den Häuptling! Tötet den Häuptling! So, jetzt habe ich hier drei Stück schon. Ah, oh, der hat gar keine Waffe bei. Die vier können jetzt mal hier ordentlich an. So, siehst du, jetzt müssen sie sich nämlich darum kümmern, meine Leute davon abzuhalten, das Gebäude anzugreifen. Während die nämlich probieren, meine Leute davon abzuhalten, hacken meine anderen Leute nämlich ganz kräftig auf den drauf rum. Wo ist denn... Die möchten mir etwas schenken. Gerne. Wir haben nur noch einen Menschen oder eine Kreatur in ihrem Stamm. Ja, und jetzt geht es ab. Ich habe zwar auch wieder ein paar Leute verloren. Oh, echt ein paar. Aber naja. Angelspeere. Und wie sieht's hier drüben aus? Mal ein bisschen Gas da. Tja, du hast gerade dein Zuhause verloren, glaube ich. Selbst schuld, wenn ich mich angreifen wollte, müssen wir halt sterben. Ich wollte die am Anfang erst zu meinen Freunden machen, aber die wollten nicht. Du hast das Gründorf zerstört. Hießen die auch blau und so? Nee, ne? Ihr Werkzeug und Aufschluss gehören wir, bla bla bla, alles im. Na kommt, Kinder. Ist jetzt nur noch einer von über, ne? Oh.
Die Spinner bewaffnen sich hier alle gerade. Warum? Nicht, dass sie sich jetzt bewaffnen, weil die mir gleich wieder einen wollen. Ich hab doch niemandem was getan. Okay, außer den beiden Dörfer, die ich ausgerottet habe. Drei Dörfer, die ich ausgerottet habe. Und es ist kein Grund, mir irgendwas Böses zu wollen. Außerdem, ihr habt nicht so einen coolen Totem wie wir. Also haltet die Fresse. Bring ich mir eine Ahnung. Der ist ein echtes Hyrandorf. So, Angelspeere. Was ist mit denen hier? Was ist das? Feuermacher. Kommt der uns jetzt angreifen oder was soll das? Ups. Ja, was willst du erwarten, Junge? Du bist hier hingekommen und wolltest Feuer machen. Nein, 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 nicht verfolgen, nicht verfolgen, bitte. Dann lasst den doch einmal abhauen, ist mir doch egal. Ich kann euch nicht alle in den Tod schicken, das geht nicht. Elyt habe ich hier. Wer hat denn Axtkämpfer, Häuptling? Au, Gelus. Ich muss jetzt mal den Hyrer, der macht jetzt hier Wurfspeere ab jetzt. Und der hier auch. Also einmal Fischer. So, du darfst jetzt auch fischen gehen. Und der hier ist auch Fischer, also wird der natürlich auch fischen gehen. So, wie viele Fischer habe ich denn? Ich habe jetzt hier drei Fischer im Team. Der hier ist auch noch Fischer. Waren die denn vorher schon da? Die habe ich gar nicht gesehen, oder sind die jetzt erst entstanden? Als so eine Art Konterdorf zu uns. Für uns, gegen uns. Was ist das? Lan ist erwachsen. Hey, Lan. Große Lanne. Ja, ich habe momentan nur das Braundorf als Verbündete. Ja, ich muss das sagen, die hier, ne? Was sind das denn das für Frösche? Angreifer in Sicht. Echt jetzt? So, kommt mal eben her. Ihr drei, die gerade bis jetzt noch Fischer gewesen seid, ihr besorgt euch mal eben nicht Schweißbrenner, Wurfspeere. Und du besorgst dir noch eine Axt. Genau wie du dir auch noch eine Axt besorgst. So, und jetzt habe ich doch. Warum wollen die immer alle kämpfen? Sind die doof eigentlich? So. Mach ich die Hälfte von denen zu Steinäxten und die andere Hälfte mache ich zu Pfeileschmeißern. Jetzt komplett reinbegeben und alle hier mich angreifen. Würde ich ja fast sagen. Habe ich bis auf das Braundorf gleich alle meine Gegner ausgerottet. Wir haben jetzt nur noch 6 Leute. Meine Jungs gehen jetzt eben was essen. Und jetzt kriege ich erstmal wieder aus dem Bildschirm raus. So, einen Moment. So. Ich wollte den hier jetzt noch nehmen.
Und den auch zu einer Steinaxt machen. Also den. Man kann natürlich eine Figur nicht zu einer Steinaxt machen. Aber jetzt habe ich alle ausgerüstet mit irgendwelchen Waffen. Und jetzt kann ich einen Angriff starten gegen die. So, der Typ hier ist jetzt der letzte. Nee, halt, du sollst dir auch noch einen Wurfspeer holen. Nee, du sollst hier eigentlich einen Wurfspeer nehmen. Nehme dir einen Wurfspeer. Okay, das geht nur, wenn. Kommt der halt gleich ein bisschen spät. So, alle auf den einen Typen erstmal. Jetzt tötet bitte den Captain von denen. In der Zeit gehe ich mal eben hier rüber. Die werden ja immer noch mit Kämpfen beschäftigt sein. Nimm dir mal einen Speer. Genau, und jetzt ab hinterher. Laufen wir hier rüber. Grün ist irgendwas. Irgendwas ist grün. Ich habe eigentlich noch nie nachgeguckt, ob diese Granaten meine eigenen Leute schädigen oder nicht. Aber ich sag mal nein. Und jetzt macht das Gebäude nieder. Wilde Tiere wollen mein Futter. Mhm. Ich komme da aber mit klar. Außer, dass mein... Nein, doch nicht. Mein Rind oder was das ist. Haustier Kirgel ist zum Glück noch da. Was mit denen hier? Die greifen nicht, dass, obwohl die Speere drauf werfen könnten. Greifen das nicht an. Nein. Okay, meine Speerwerfer wollen also nicht. Dann schicke ich die zurück in die Spur. Und dann dürfen die das annehmen gehen. Wo ist der andere hin? Der da. Ihr drei geht auch zurück ins Dorf. Und geht fischen. Ihr geht alle fischen. Tada! Noch ein weiteres Dorf besiegt. Niemand kann den Arkaniern trotzen. Du hast das Lavendeldorf zerstört und dein Totem ist nun vollständig. Du kannst jetzt die Zivilisationsphase einleiten, aufsteigen. Machen wir auch, würde ich sagen. Dein Stamm ist Alleinherrscher. Wenn du für die Zivilisation bereit bist, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Ja, finde ich eigentlich gut. Klicke hier, um deine erste Stadt zu gründen. Danach geht es zum Designer, wo du dein Rathaus und deine ersten Fahrzeuge erstellst. Okay, cool. Aber ich möchte erst noch... Ich meine, jetzt habe ich ja... Das Braundorf habe ich ja als Verbündete. Ne? So, komme ich auch mit klar. Ich finde die cool, eigentlich. Sind zwar so ein bisschen ziegenmäßig, aber die sind nett. Die haben mich nicht angegriffen am Anfang. Und deshalb durften das Verbündete werden. Guck mal, Momo. Wieder. Ich sollte vielleicht sowas nochmal. Kann ich den da vielleicht. Für Momo nochmal. Einfangen gehen? Guck mal. Der geht jetzt wieder angeln. Was ist mit denen allen?
Achso, die sind immer noch da hinten. Die gestern immer noch hier hinten rum. Ihr sollt ja auch eigentlich längst zurück ins Dorf kommen. Und einfach mal ein bisschen essen gehen. Ne? Da ist da was, der kleine Max. Was mit dem? Der weiß auch nicht, was er machen soll. Also wirst du, wenn ich weiß, was er tun soll, der wird natürlich Angler. Ich glaub's für alle. Hau rein. Arbeitslosenquote gibt's nicht. Ja. Nochmal ein Angler. Hab ich halt 4 davon. Ist ja auch nicht so schlimm, ne? Dann hat man halt mehr Essen. Ist doch gut. So, wo ist denn hier? Hier war doch irgendwo vorne. Ja. Den sollst du mitnehmen. So ist brav. Na komm. Was mit dem? Mach ihm doch einfach klar, dass wenn er nicht mitkommt, dass wir ihn dann töten. Tut mir ja wirklich leid, mein Freund, aber... Tja. Blumen an sich. Das krummige Entenwesen. Tja. Ich nehme mir nochmal eben auch. Was ist das? Speerkämpfer, Axtkämpfer. Axtkämpfer, kommt mal mit, ihr drei. Wobei, tötet mal den Momo. Ja, wir müssen halt auch nochmal noch ein bisschen was umbringen hier, weil... lol, das geht richtig daneben. So. Richtig. Jetzt mögen die uns nicht. Oh, nur weil wir eure Eltern umgebracht haben. Schlimmeres. Ich will erst noch ein bisschen mehr Nahrung haben, und bevor ich dann in die nächste Phase einleite. Ich wollte eigentlich das ganze Ding wirklich so als Fischerdorf machen, aber irgendwie wollten die unsere Gegner hier auf der Karte ja lieber ins Fressbrett kriegen. Anstatt hier Freunde zu werden. Einmal über den Planeten huschen. Gibt gar keinen Südpol, oder? Wo bin ich? Wo ist mein... der Pfeil? Naja. Okay, sind wir wieder hier. Dann würde ich sagen... Ich will aber schon noch irgendein Tier haben. Irgendein Tier domestizieren. Was mit denen hier? Alpha Chiba. Ich glaube, der will uns auch nicht wollen, ne? Wo ist mein Häuptling? Guck mal, der Häuptling. Nein, nein, nein. Du sollst ihn nicht... hier. Mach mal so. Geh den mal holen. So ist besser. Und hier, ihr beide, ihr könnt da mal eben die Eier rausholen aus dem Nest im Endeffekt. So. Ne? Wir sollten vielleicht echt mal ein Warenhaus, sollte ich mal, oder hier ein Lagerhaus bauen oder so.
Hier, du Penner, komm mit jetzt. Fallen. Fallen ist ja aber immer gegen Gegner, ne? Also das ist ja irgendwo immer... Na komm, nimm sie mit jetzt. Wenn er jetzt langsam nicht mal hier freundlich wird und dann mitkommt, müssen wir den leider umbringen. Guck mal, ist das nicht toll? Boah, wie fies der sich freut. Die wollen uns irgendwie nicht. Dann müssen wir halt leider... Komm mal her, du hier. Du hier rüber. Was bist du? Du bist ein Speerkämpfer. Du auch noch hier rüber. Und du bist ein Speerkämpfer, auch noch hier rüber. Und du bist ein Axtkämpfer, auch noch hier rüber. Und du natürlich. Oh, die sind alle draufgegangen. Die haben von meinem vergifteten Essen gegessen. Oh. Tja. So ist das, ne? Wenn ich will, der hat schon. Aber den hier will ich. Also ich will die Mesatanen, die auf diesem Planeten leben, will ich auf jeden Fall nochmal domestizieren. Du kommst mal eben her und den hier. Den Mesatanen. Oh, ich denke, wir haben auf jeden Fall genug Lebensmittel jetzt zusammen. Der ist freundlich gesinnt. Na komm, siehst du, jetzt gehört er zu uns. Runter! So, jetzt habe ich zwei Haustiere, oder? Ja. Was der andere uns jetzt genau bringen wird, weiß ich noch nicht. Das Braumdorf möchte dir was schenken. Okay, wo denn? Klicke auf den Korb. Welchen Korb? Den Korb? Ich glaube, den Korb, den die hier, Häuptling, geht es doch mal sehr, höchstpersönlich annehmen. Ihr seid echt gute Kollegen hier. Wisst ihr, die Browns, die sind nett. Ne, mit denen kann man echt mal anfangen hier. Mit den Browns. So, was ist denn... Was bringt uns denn dieser Kerl jetzt hier ein? Werden wir wohl früher oder später eh nochmal rausfinden müssen. Jetzt würde ich aber sagen, ab in die nächste Phase. Deine Gründer! Schließe die Stammesphase ab und gründe ein irgendwas. Ging zu schnell weg, tut mir leid. Stamm ausgerottet. Ja, die wollten es nicht anders. Die wollten es nicht anders. Deine Stammestaktik hat deine früher kulturelle Ausrichtung geprägt. Diese bestimmt den Kurs der Spezialisierung und der technischen Entwicklung deiner Nation. Während deine Nation wächst, entwickeln deine Bürger einzigartige Werkzeuge, die dir helfen, dir deine Welt untertan zu machen. Setze sie weise ein. Ja. Also ich bin aggressiv. Ja, was soll ich machen, ey? Die wollten mich halt alle umbringen. Wenn die zu mir kommen und gegen mich kämpfen wollen, dann muss ich die töten. Ne? Ich bin nicht aggressiv. Ich bin eigentlich... Aggressive Stämme wollen die Konkurrenz auslöschen. Sie greifen rücksichtslos an. Das habe ich gar nicht. Ich habe nicht rücksichtslos angegriffen. Ich habe halt nur
mich verteidigt und dann meinen Standpunkt klar gemacht. Und zwar, dass wenn mir einer auf die Eier geht, der sterben muss. Dein Stamm beherrscht nun diesen Kontinent und kann vor allen anderen die Entwicklung vom einfachen Dorf zum zivilisierten Stadtleben vollziehen. Was genau das jetzt für uns bedeutet, weiß ich nicht. Ach nee, erzähl keinen Scheiß. Ich kann richtig Gebäude bauen. Guck mal, ist das awesome. Wenn ich so mache und dann... Nee, echt? Oh, ich liebe das Spiel immer mehr. Oh, guck mal, was für geile Gebäude ich machen kann. Wie viele Punkte habe ich denn? Ich habe 50.000 Punkte zur Verfügung. Und welches Haus soll ich jetzt... Das Rathaus soll ich bauen. Oh. Oh, ich mag das. Was ist, wenn ich jetzt einfach so mache? Ich kann das da ansetzen. Ich liebe dieses Spiel immer mehr. Ich könnte zum Beispiel auch... Ist das geil. Oh, ist das awesome. Jetzt muss ich echt überlegen, was für ein... Ja, das sieht ja aus wie ein Toaster. Guck mal da. Kannst du da eine Scheibe Brot reinmachen und da... Nee, ich lebe doch nicht in einem Toaster. Das ist... Das hat... Nein. Was gibt's denn zum Beispiel für... Die Dächer werden dann auch... Sieht ja aus wie Kinderspielzeug, Mann. Ich lebe doch nicht in einem scheiß Duplo-Baukasten. Wenn da mal irgendwie sowas dann bei ist. Okay. Was so ein bisschen... Oh, sowas mag ich. Oh, ist das awesome. Oh, guck mal, ganz viele verschiedene Fenster und so. Nee, ich mag schon so Sachen haben. Boah, ist das geil. Also mein Rathaus soll ich zuerst bauen. Das Rathaus? Oh, ihr habt mir die Möglichkeit gegeben, viel zu viele Sachen zu machen. Das hier wird der Eingang vom Rathaus. Der Eingang soll ein bisschen breiter sein. Glaube ich. Ich muss gucken, wie breit die Tür ist. Sozialkunde-Lektion. Das ist der Eingang zum Rathaus. Ich mag das. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Bis gleich.